Und damit hi und herzlich willkommen zurück hier bei Song of Horror. Und ja, man merkt es ja wahrscheinlich, ich habe mich ja nicht verabschiedet, weil ich hatte auch gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, gestern noch mehr wie nur eine Folge aufzunehmen. Aber na gut, wir haben jetzt mehrere Dias. Okay, die können wir uns eigentlich alle mal angucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr finden muss. Es ist doch, glaube ich, so, dass, was uns erzählt wurde, dass er selber, also bei dem eben Memo, oder, naja, bei dem eben Blatt, was wir gefunden haben, dass er selber die Tür irgendwie aufgehalten hat, zugehalten hat. Ich kann da mal spaßhalber, das ist das, was wir jetzt da drin haben. Oh. Können wir vielleicht irgendwie uns Räume damit frei machen? Oder sowas ähnliches? Wo wir hin müssen? Ach du Scheiße. Überprüfen. Ah, so komme ich automatisch weiter. Das ist das Stromding. Ist ja... Ja, toll. Danke. Also ich muss gar nicht selber weitermachen. Er macht es von alleine. Das ist unser Kumpel. Und jetzt springt es wieder zurück. Ist der Schalter nach oben? Ach. Where did these lights come from? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte trotzdem erstmal immer noch eine andere Frage von... Oh, was haben wir hier nochmal? Okay, Schachtelzigaretten, genau. Andere Frage ist ja noch, warum hat er hier keine Karte? Ich verstehe es nicht. Oder ich bin zu doof, die Karte aufzurufen, das kann auch sein. Haben wir hier eigentlich noch was Interessantes? Eigentlich nicht, ne? Regale? Hä? Warum ist jetzt hier zu? Warum? Okay, sind jetzt alle Räume zu? Muss ich das Rätsel machen? Okay, hier ist auch zu. Oh Gott. Oh Gott, das Ding ist ja... Ich habe ja nicht mal irgendwie... Oder... Warte mal kurz. Habe ich vielleicht in den Aufzeichnungen... Sprachaufzeichnung? Du siehst... War das die von Marino? Nee, das hatten wir gelöst gehabt. Das war nur er. Ich muss mir das nochmal anhören. Tut mir leid. Ich weiß, kennen wir schon, aber trotzdem. Ja. Okay. Aber das Problem... Oh, warte mal, hier haben wir ja noch eine Kassette, aber die will er ja nicht nehmen, ne? Vielleicht ist das auch bloß ein Hinweis darauf, wie wir es lösen können. Warte mal, kann ich die vielleicht... Okay. Kann ich die einzeln überprüfen? Nee. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass... Boah, Alter. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir das richtige Bild haben müssen. Weil wenn ich jetzt hier weggehe, dann bleibt das. Oder kann ich die ordnen? Oh, ich kann die ordnen. Okay, warte mal. Er hat ja gesagt, dass das war am Anfang, ne? Und er dachte, er könnte den Raum von unten sehen. Oh Gott. Das ist der Typ. Ich glaube mal, dass trotzdem das bleibt beim Ende. Und dass das das Anfangsding sein müsste. Ich will mal gucken, vielleicht öffnet sich ja dann irgendwas. So, das hatte ich ja schon. Hier ist das Entriegelungsteil. Aber das wäre dann schon einigermaßen richtig gewesen. Deswegen... Oh Gott.
Also es könnte relativ lange dauern. Ich glaube, ich werde hier erst rauskommen, wenn ich das gelöst habe. Jetzt ist der Schalter aber unten. Oh, warte mal, das ging ja nochmal zurück. Da ist die Box. Da kommt er theoretisch raus. Also von der... Jetzt ist der Schalter oben. Da ist jetzt noch die Lampe an. Die war vorher, glaube ich, auch aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Tür ist noch zu. Schwierig. Also es muss auf jeden Fall so gehen. Aber das Problem ist ja, ich kann auch mal versuchen, ob ich jetzt irgendeine Tür öffnen kann. Weil normalerweise müsste die Tür ja offen sein, weil da haben wir, glaube ich, den Schalter schon gesehen gehabt. Aber er macht einfach gar nichts. So, das wird jetzt das Ding sein, weil wir hatten ja schon ein paar Folgen gehabt, wo ich doch relativ lange rumgerätselt habe. Und ich will es halt nicht zu lange, die Folge nicht zu lange machen. Deswegen werde ich, denke ich, mal hier einen Cut machen und wir sehen uns dann mit der richtigen, ja, ich sag mal, mit der richtigen Reihenfolge wieder, wo es dann weitergeht. Also, bis gleich. Hi, ich bin wieder zurück. Und ich habe echt jetzt, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde lang probiert. Und um ehrlich zu sein, ich habe nachgeguckt. Ja, ich habe leider nachgeguckt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es so nicht schaffen konnte, weil ich habe einiges ausprobiert, was mir vielleicht logisch erschien, aber vielleicht dann doch nicht so war. Hat halt nicht funktioniert und ich habe auch ein Dokument anscheinend wieder übersehen. Was dann das Rätsels Lösung war. So, hier war auf jeden Fall eine Tür, was mich bloß ein bisschen, naja, ich will nicht sagen kirre macht, aber er zündet sein Licht wieder nicht an. Mhm. This is... It's unbelievable. What the... Hellish place have I gotten into? Das willst du gar nicht wissen, Junge, Alter. Was ist mit der Wand los? Aber das Räumchen kennen wir ja schon. Was haben wir hier? Mhm. Ah, Handsäge. Hm. Okay, ich... Die Klinge ist komplett verschmutzt. Woher um alles in der Welt stammt dieses Scheißteil nur? Das ist eine sehr gut... Den habe ich ja gar nicht gesehen vorher. Oh. Ich kann den Augen nicht trauen, okay? Kriegt der die Säge? Das wär ein bisschen zu einfach, oder? Okay, abgetrennte Hand. Ah, das Ding ist, was ich noch sagen sollte, bei den Fotos, wenn man die einsetzt, je nachdem, wo man die einsetzt und so, hat sich mal ein bisschen was verändert bei den Dias, ne? Und ich habe auch bei der Kiste, wo der Schlüssel lag, war auch ein Foto und ein Ring gewesen. So, eine Hand, die von einer Leiche abgetrennt wurde, da ist ein Ehering am Finger. Da ist ein Ring an dem Finger. Ja, schön. Dann gönn dir den Ring. Warum musstest du dafür die scheiß Hand abtrennen? Okay. Er ist steif und am Ringfinger steckt ein Ring. Ich möchte das nicht noch eine Sekunde länger ansehen. Ja, dann... This is gross. I can't believe what I just did. Ja, du hast es aber getan, mein Junge. Okay, ich habe immer noch den Arm, aber ich habe sonst keine weiteren Sachen. Und dass der sein verfucktes Licht einfach nicht anmachen will.
Die Wand hat sich immer noch nicht beruhigt. Schönes Gimmick. Habe ich hier noch irgendwas? Ich will halt nicht wieder irgendwas übersehen. Theoretisch ein Feuerzeug. Ich habe etwas getan, das ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen kann. Jetzt will ich nur noch hier raus. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gleich wieder einen Kollegen erwarten, wenn wir rauskommen. Oder er wird uns doch besuchen. Oh, warte mal, ist das das, was ich über... Nee, ich wollte gerade sagen, handschriftliche Notiz. Es sah nämlich wie eine handschriftliche Notiz aus, diesen Innenzettel, den ich übersehen habe. Das war ja im ersten Kapitel auch schon so gewesen, dass ich leider was übersehen habe mit dem Puppenhaus, glaube ich, was mir hätte das alles mehr erklären können. So, kann ich jetzt schon raus? Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich kann hier ja auch nicht großartig irgendwo weiter hin. Ich kann nicht einfach gehen, ich habe versprochen zu helfen. Okay, wir haben jetzt einen Ring mit dem Finger. Einen Finger mit dem Ring. Okay, hier war bloß noch ein Büro. Aber hier kamen wir ja, glaube ich, auch weiter. So, schwarze Zeug sieht nicht nur aus wie Schmutz. Ja, okay. Oh, warte mal, kann ich hiermit vielleicht... Miss Confi! Warte. Raus da! Lass dich doch nicht so feiern, Mann! Hier ist doch ein Schreibtisch, Alter, versteck dich unterm Schreibtisch. Scheiße, wir werden so sterben. Doch, es gibt hier einen Weg zu verstecken. Scheiße, war das jetzt bitte sei es der richtige Raum? Nein, das war die Hausmeisterbude. Ja, Mann, ich versuch's ja. Fuck. Ja, yeah, zweite Folge, gleich wieder einer draufgegangen. Wie geil ist das denn? Aber ich weiß nicht, ob das trotzdem irgendwie im Bug drin ist oder so. Ich konnte ja kein Licht oder irgendwie mal mit ihm anmachen, die ganze Zeit schon nicht. Und es gibt halt wirklich bloß einen Ort, wo ich mich verstecken kann. Und ich bin leider ins falsche Büro gelaufen, sonst hätten wir es, glaube ich, noch geschafft. Auch wenn es eng geworden wäre, aber... Naja. Sollten wir dich lassen wir mal. Wir nehmen einfach mal sie. Sie hätten wir noch gar nicht. Alles klar? Kerze. Dann check das mal aus. Ist ja Gott sei Dank ziemlich am Anfang. Also, Sachen gleich wiederfinden. Und, wo wollte ich dann eigentlich hin? Eigentlich in den richtigen Raum, ne? Mit der Hand. Ja doch, da sind wir stehen geblieben. Na mal, mal gucken, was die Gute so drauf hat. Sehr emotionsfreudig auf jeden Fall, wie man sieht. I don't remember this place being so scary. Aber sie hat wie... Oh, ach, liegt schon hier unten. Das ist schön. Das ist sehr schön. Können wir gleich weitermachen. Ich würde ja wirklich gerne mal einen Durchgang schaffen, ohne mit irgendjemandem zu sterben. Also auch im ersten Versuch, nicht wo ich die Rätsel schon weiß und sowas. Oder wo ich weiß, was kommt. Aber es wird irgendwie nicht drin sein, wahrscheinlich. Ich werde jedes Mal... Mich würde es auch nicht wundern, wir haben ja hier einen Charakter weniger, wenn ich da sogar nochmal sterben würde. Hatte ich das schon? Verwaltungsbüro, ich heiße... Okay, gut. Und wie scheiße wäre das, wenn das jetzt auf einmal... Oder wenn ich jetzt auf einmal hier unten eine Versteckmöglichkeit gehabt hätte. Ich denke, ich könnte hinten ins passen. Ja. Ganz toll. Ich klopfe mir mal selber für die Leistung auf die Schulter. Nee. So, ja, mal Voltage, aber da wollten wir... Nee. Da wollte keiner was von uns. Das Ding ist, ich konnte, glaube ich... Oh, kann ich vielleicht mit der Hand...
Das ist ja immer wieder zurückgeschnellt. Warte mal, ist das der fucking Brief? Ich habe hier gerade vorne einen Brief gesehen. Ist das der, den ich übersehen habe? Lesen. Diese Tür. Die Tür von den Dias. Ich konnte mich dahinter sehen und jetzt ist sie echt und ich kann sie öffnen. Das Bild von den Dias ist eine Tür. Okay. Ich kann die Kette abnehmen, aber ich brauche den Schlüssel. Ich muss sie öffnen, um herauszukommen. Es ist alles dunkel, aber wenn ich hier hinauskommen kann, vielleicht gibt es da draußen Licht. Okay, das ist, glaube ich, die Notiz, die mir gefehlt hat. Aber ganz ehrlich, das... mich jetzt auch nicht weitergebracht. Mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weitergebracht. Hatte ich eigentlich hier hinten noch irgendwas gehabt? Eine Tür? Und noch eine Tür. Und hier haben wir noch eine Schreibmaschine oder irgendwas. Alles scheint gerade weg. Okay, gut. Oh, stimmt ja. Das war ja mit Hand reinstecken und sowas. Ob ich das machen will oder nicht. Doch, ich erinnere mich. Nee. Forget it, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber hier kann ich doch bestimmt... Ich habe... Die Dias habe ich immer noch, oder? Haschas Haikus? Wann haben wir die mitgenommen? Okay, das geht zumindestens. Weil ich will halt echt nicht da in die Tür rein. Das ist doof. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich mich bloß verklickt habe mit dem... Nee, nee. Bei ihr geht es. Aber ich habe halt auch immer noch keine Map. Das ist irgendwie... Okay, scheint safe. Nett. I swear, if I can't find anything. Dann was? Gehst dir Nägel blockieren? Was ist das für ein komisches Geräusch hier? So, wir haben einen Computer, da haben wir Mülleimer. Ist aber alles relativ... Ah, Gott. Das sind die Archivdateien, ne? Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Okay, ich schwöre, wenn ich nichts finde, das Ding ist... Sie scheint hier... Kann ich hier überhaupt nichts anklicken? Okay, hier gibt's nichts. Ich bin nicht sicher, warum ich jemanden noch suche, aber ich werde nicht gehen, bevor ich etwas gefunden habe. Na, das solltest du mal lieber nicht so laut sagen. Wir haben da noch einen Kumpel, der ist bestimmt ein bisschen angepisst, weil wir den Arm irgendwie ein bisschen, ne? Okay. Es gibt hier nirgendwo was. Wahrscheinlich erst irgendwo ganz am Ende. Ist man dann mal zufrieden. Okay, mal bloß noch alte Zeichnungen und sowas. Das juckt so auch nicht so wirklich. Darf ich mal hier durch? Dankeschön. Warte. Ist von der anderen Seite, ne? Okay. Hätte ja sein gekonnt, hätte ja sein gekonnt. Ich muss halt hier wirklich alles ablatschen. Ich hoffe bloß nicht, dass ich wieder irgendeinen komischen Bug erwische, wo das Spiel dann nicht weitergeht. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Da haben wir wahrscheinlich auch nichts. Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für ein komisches Sumsen zwischendurch immer? Oh, das sieht doch... Okay, Biografie der Familie Lagrand. Ein altes Buch über die Familie Lagrand. Ziemlich stark abgenutzt. Okay. Große und kleine europäische Familien. Ja, gut. Oh. Das Haus Lagrand, das sich später mit dem Haus Armsberg vereinigte, Band hast du nicht gesehen, und seine Höhen und Tiefen im Laufe der Jahre, der Aufstieg und Fall eines Industrieimperiums und die Verschwendung eines Erbes durch Argos Lagrand, den letzten Erben des riesigen Familienvermögens, der sein Leben mit der Erforschung des Paranormalen verbrachte, machen diesen Band zu einem spannendsten, zu einem der spannendsten dieser Sammlung. Okay, da gibt es noch mehr. Hab es. Jetzt muss ich nur noch schnell hier verschwinden. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Okay, sie hat's, aber wir sind doch jetzt nicht bloß wegen dem komischen Buch hierher gekommen. Und wir werden auch nicht einfach so verschwinden können. Ja, na klar. Ach, das ist die Kamera. Was zum Geier ist... Warum ist hier Death Stranding mit drin?
Ich will gleich meine Blutkapsel haben und den wegballern. Sorry, das geht viel einfacher. Okay, du singst viel so schnell, wie du kannst, um zu entkommen, drücke mehrmals bla. Sie werden versuchen, dich an den Arm festzuhalten, um dies vorzubeugen. Ach du Gott. Im richtigen Zeitpunkt. Wenn du es nicht schaffst, musst du dich befreien, indem du die gleiche Schaltfläche mehrmals drückst. Ach du Ficke, ey. Alter, lass los. What just happened? What is that? Das kann dir doch egal sein, du hast das Buch, geh weg. This might have something to do with Husher's investigation. Book about Argos the Grand, a biography or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project. And with the simple memory of the music he brought home to his little girls. 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Husher that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here?